So, hallo, wir machen ohne Umschweife weiter bei Super Compact World. Und jetzt muss ich mal gucken, ob wir ein Autosave bekommen haben oder ob ich laden muss. Wir haben ein Autosave, perfekt. Genau, Overgrown, Overpass haben wir das letzte Mal gespielt. Und jetzt kommt die Lightspeed. Richtig, da hatten wir noch reingeschaut. Da hatten wir noch reingeschaut, ganz kurz, genau. Das war das, ne? Ganz kurz schauen, das war, ups, dann war hier das, okay. Gut, dann gucken wir da rein. Das war eine Art Bunch-A-Run. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich habe die Musik ein bisschen lauter gemacht übrigens, weil die war ja noch ein bisschen leise wieder, aber ja, wir kriegen das hin. Ich hoffe, jetzt ist sie nicht zu laut geworden, weil die an sich schon recht laut ist hier in dem Level. Aber schaffen wir, ne? So, ich möchte, dass der Stern mich möglichst spät erreicht. Aber will ich dann jedes Mal warten, bis der hier ankommt? Ist es das wert? Oh, ich komme nicht hoch. Ah, gerade immer das besser funktioniert. Okay. Mit Anlauf ist es dann doch besser. Ich glaube, es ist doch schlauer, wenn ich den einfach direkt in einem Büsch mitnehme. Vielleicht ist es gar nicht so schlau, den Pilz zu nehmen. Die Frage ist, brauche ich den Pilz? Wenn ich den Pilz nämlich nicht brauche, würde ich einfach mal versuchen, ohne den Pilz hier durchzukommen und gucken. Na, jetzt habe ich. Ja. Wenn der erste Sprung nicht funktioniert, kann ich im Prinzip direkt mich unterstützen, weil dann reicht es auch nicht bis zum nächsten Stern. Okay. So. Ja, das Video kommt heute etwas später. Das Video kommt heute etwas später, weil ich den ganzen Vormittag mit Eltern-E-Mails und Krams beschäftigt war, wie Material bereitstellen. Auf dieser wunderschönen Mega. Ja, guck mal, das hier wäre alles eigentlich besser, wenn man klein wäre, aber vielleicht muss man groß sein. Das ist das, was ich im Moment nicht weiß. Aber es wäre alles einfacher, wenn man klein wäre. Liegt hier der Pilz einfach nur zum Ärgern rum oder brauchen wir den später? Das ist halt die Frage. So. God dang it. Und was ich auch noch nicht rausgefunden habe, ist, ob das Blöcke sind, bei denen jetzt direkt ein Stern rauskommt oder ob der Stern nur rauskommt, wenn ich noch den Stern selbst aktiv habe. Das muss man noch rausfinden. So. Aber ja, ich nutze jetzt mal schnell das Video für aktuelle Dinge. Wie zum Beispiel den Aufruf: Wenn ihr nicht raus müsst, dann bleibt drin. Ja, es ist natürlich ungewohnt und schwierig und keine Ahnung. Viele wollen raus, viele sagen, oh, ich will mich aber mit dem und dem treffen und die anderen gehen in die Eisdiele, die nächsten wollen irgendwo anders hin. Aber Leute, ihr müsst einfach verstehen, dass wir aktuell in einer Situation sind, in der es darum geht, ein Virus einzudämmen. Und um dieses Ding einzudämmen, müssen wir jetzt einfach ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen. In dem Sinne, ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Pilz. Oh, was? Man braucht ihn hundertprozentig am Ende. Sonst wäre das hier nicht so komisch gebaut. Oh boy. Okay, gerade ist er aber erwischt. Oh mein Gott, das hört halt nicht auf. Ich rede gleich weiter. Ich muss jetzt erstmal hier. Nein! Ja, wie gesagt, dadurch, dass wir drin bleiben, dadurch, dass wir das Virus nicht weiter verbreiten, beziehungsweise es eben nur langsam verbreitet wird, denn es muss nicht, aber es wird sich in irgendeiner Art und Weise weiter verbreiten. Das heißt, es werden immer Leute in die Krankenhäuser müssen. Und wenn das zu viele irgendwann sind, bricht unser System zusammen. Und das ist das Problem. Und das müssen wir verhindern. Ne? Wir müssen verhindern, dass zu viele Leute gleichzeitig dieses Virus haben, weil wir es sonst nicht versorgen können. Und dann kriegen wir Zustände wie in Italien. Und das will keiner. Das wollte Italien auch nicht. Da gab es aber halt nicht den Zeitvorsprung, den wir jetzt haben. Wir haben jetzt den Zeitvorsprung. Ja, wir haben das alles rechtzeitig und so weiter, ach Mensch, erkannt. Aber wenn wir jetzt sozusagen unvernünftig sind
und leichtsinnig rausgehen, obwohl wir es nicht müssen und so weiter, dann ist der Zeitvorsprung weg. Ne? Dann ist genauso Mist. Deswegen geht nur raus, wenn es sein muss. Ja, zum Beispiel, wenn ihr arbeiten müsst, was weiß ich. Wenn man einkaufen gehen muss und so weiter und so fort. Wenn man vielleicht auch an die frische Luft muss, weil es fürs, keine Ahnung, geistige Wohlbefinden unfassbar wichtig ist. Aber trefft euch nicht in Gruppen notwendigerweise. Unnötigerweise wollte ich sagen. Trefft euch nicht in Gruppen. Geht nicht in Eisdielen. Na, da, es gibt halt Leute, die sich immer noch in Eisdielen einfach reinsetzen. So, als ob denen alles egal wäre. Die haben einfach noch nicht begriffen, worum es geht. Und wenn es weiterhin Leute gibt, die sich in Eisdielen etc. setzen und die sich treffen und so weiter, dann werden Ausgangssperren verhängt. Ja, dann wird das Ganze halt strafbar sozusagen. Und dann darf man wirklich nur noch raus, wenn es sein muss. Deswegen noch haben wir die Freiheit sozusagen, Selbstvernunft zu zeigen. Aber das wird nicht lange so bleiben. Es muss euch bewusst sein. Und na, wenn ich das jetzt euch sage, ihr könnt es auch gerne weitererzählen. Wenn ihr das so, natürlich, wenn ihr eine andere Meinung seid, könnt ihr auch eine andere Meinung sein. Das ist auch ganz klar. Aber na, das könnt ihr zum Beispiel euren Eltern sagen, falls die sagen, oh, wir gehen jetzt mal raus, wir treffen uns mit dem Hund, mit den Nachbarn und so weiter. Schlecht. Ja, ist wirklich schlecht. Mein Vater zum Beispiel hat das Ganze auch noch nicht so richtig realisiert. Der wartet im Moment darauf, dass das Freibad aufmacht. Like, hallo? So, wird nicht passieren. Hat da halt Pech, diese Saison. Na, wir müssen da jetzt alle, wie gesagt, zusammenarbeiten. Oh Gott. Nein! Oh, da ist der nächste Stern. Aber es gibt... Oh Gott, es ist anstrengend, da durchzurennen. Sheesh. Aber wir kommen Stück für Stück voran. Stück für Stück kommen wir voran. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Ich gehe einfach so hier hoch, das ist einfacher. Na! Ich hasse dieses Runterrutschen von Einserblöcken. Das passiert jedes Mal. Mann, mach das doch nicht. Ja, ich bin mit meinem Aufruf im Prinzip schon fertig. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr mal bei YouTube Merkel eintippen. Die hat gestern eine, wie ich finde, recht schöne Anrede zu der ganzen Situation gemacht. Und das ist relativ selten, dass die Bundeskanzlerin sozusagen mittendrin mal zum Volk spricht. Das ist eine richtige, ne, es war so eine richtige, wie es zum Beispiel an... Wow, ich hab falsch gedrückt. Wie so eine Jahresansprache und so weiter. Und das hat halt zu Corona einiges gesagt der Bevölkerung. Was auch ein Warnschuss war. Sie hat indirekt praktisch gesagt, auch das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Wenn die aktuellen Maßnahmen nicht ausreichen und die Leute sozusagen von selbst weiter rausgehen, müssen halt weitere Maßnahmen kommen. Ja, was dann halt Ausgangssperren wären zum Beispiel. Deswegen, ich kann nur sagen, bleibt drin, wenn ihr nicht raus müsst. Ja, es gibt genug Gründe raus zu müssen. Da sagt kein Mensch was. Aber wenn es halt nicht sein muss, wenn man es verhindern kann, dann sollte man es halt auch nach Möglichkeit jetzt so vernünftig sein und verhindern. Jetzt komme ich nicht mehr bis zum Stern. Ja, das war's. Da drüben wäre der Stern, aber da komme ich vielleicht mit einem geherzten Sprung noch hin. Na, so nicht mehr. Okay. Aber wir kamen wieder ein Stückchen weiter. Mist. So. Ja, wie ist es bei euch? Ihr könnt ja mal ein bisschen erzählen in den Kommentaren. Kennt ihr Leute, die immer noch rausgehen? Oder seid ihr vielleicht selbst welche, die immer noch rausgehen, obwohl sie es nicht unbedingt müssen? Müsst ihr vielleicht rausgehen? Habt ihr, was weiß ich, wegen Arbeit und so weiter, gibt es natürlich noch.
Und dagegen sagt ja auch keiner was. Na, nee, versteht mich nicht falsch, dagegen sagt überhaupt keiner was. Es geht einfach nur darum, nur rauszugehen, wenn es notwendig ist, und das Unnötige eben rauszureduzieren. Man muss jetzt nicht zum Essen rausgehen oder so, kann man ja eh nicht mehr, ne? Glücklicherweise haben sie ja Kinos etc. schon zugemacht. Ich denke, wenn Kinos offen wären, würden die Leute jetzt immer noch ins Kino gehen. So, die müssen es zumachen, weil die Leute von selbst nicht vernünftig genug sind. Das ist so traurig. Das ist so, ich vergleiche das wieder mit Schülern, ne? Wir brauchen Hausaufgaben, damit sich Schüler von selbst nochmal mit dem Material beschäftigen. So, würden Schüler von selbst sagen, okay, ich gucke mir die Sachen, die wir gemacht haben, nochmal an. Ich mache selber mal eine Übung dazu, zu Hause. Damit ich es bis zum nächsten Tag nicht vergesse. Bräuchten wir keine Hausaufgaben? Vernünftige Schüler müssen keine Hausaufgaben bekommen. Ne? Aber leider gibt es halt Menschen, die sind unvernünftig. Und für die brauchen wir dann halt solche Regelungen. Und wenn Leute unvernünftig sind und so egoistisch sind, dass sie sagen, sie gehen jetzt raus, sie gehen jetzt Eis essen, weil sie wollen jetzt unbedingt eine Kugel Eis essen und vergessen dabei, dass sie damit theoretisch, das Leben eines Menschen gefährden könnten, weil sie sich irgendwo das Coronavirus holen, dann tragen sie es wieder irgendwohin weiter und so weiter. Das ist es ja. Ne? Je weniger wir draußen sind, je weniger wir uns mit Menschen treffen, umso langsamer wird der Virus verbreitet. Denn wie soll er sich denn verbreiten, wenn man sich nicht trifft? Er kann sich nur durch Gruppen, durch Übertragung verbreiten. Der kommt nicht von selbst angeflogen. Man muss zum Virus gehen. Und wenn man nicht zum Virus geht, dann kann er sich auch nicht verbreiten. Und wir müssen jetzt halt diese Zeit nutzen, die wir bekommen haben. Ich weiß, ich wiederhole mich die ganze Zeit, aber es macht nichts. Ich rede einfach gerne weiter. Wir müssen jetzt diese Zeit nutzen, die wir bekommen haben, um bis ein Impfstoff gefunden wurde gegen das Zeug, und es wird irgendwann einer gefunden werden, aber bis der gefunden wurde, müssen wir uns jetzt halt zurücknehmen. Ja? Also, das ist nicht irgendwie so ein... Keine Ahnung, so habe ich es den Schülern auch gesagt. Es geht jetzt wirklich nicht mehr darum, einfach was zu verbieten, weil man Spaß verbieten will, weil man spießig ist, etc. Keine Ahnung. Oder wenn ich zum Beispiel sage, geht nicht ins Kino, ist das ja nicht, weil ich niemandem den Spaß gönnen würde oder so, sondern es geht jetzt wirklich, wirklich darum, hier Menschenleben zu retten. Beziehungsweise gar nicht erst zu... Ich bin gesprungen. Beziehungsweise gar nicht erst zu gefährden. Darum geht's. So, und jetzt habe ich wirklich genug dazu gesagt. Gebt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, ob ihr das irgendwie komplett anders seht. Ob ich irgendwas gesagt habe, was ihr komisch fandet. Weil es ist natürlich, wenn man frei rumredet, ne, zum einen wiederholt man sich ständig und zum anderen kann es sein, dass man irgendwas kurz gesagt hat, was man gar nicht so sagen wollte, weil man nicht aufgepasst hat. Das kann natürlich immer passieren! Eieiei. Also wenn ich am Ende den Pilz nicht brauche, ne? Oh, ich kann hier so... Nein! Diese blöden Aber dann, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich überhaupt aufnehme. Jetzt rede ich die ganze Zeit. Ja, 13 Minuten, okay. Und, ja. Konzentrieren wir uns wieder auf das Level. Ich meine, ich kann mich ja trotzdem auf das Level konzentrieren, wenn ich... Aber das war jetzt mir ganz wichtig, das anzusprechen, weil es jetzt wirklich aktuell, das Video kommt auch genau heute. Ich kam nämlich heute Morgen noch nicht dazu zum Aufnehmen. Ich habe, wie gesagt, ich musste Eltern-E-Mails beantworten, Material bereitstellen, mit Mebis rumkämpfen und so weiter und so fort. Na, wir sind natürlich auch angehalten, die Schüler zu versorgen. Ihr seid ja teilweise selber Schüler und habt auch schon geschrieben. So. Mann. Aber ja, es ist, man liest dann auch auf Twitter immer so Eltern, die ihre Kinder jetzt rausschicken, weil sie es zu Hause halt einfach nicht ertragen. So, what the fuck? Erstens sollen die Kinder jetzt nicht raus und zweitens, was zur Hölle, man erträgt sein eigenes Kind zu Hause nicht. Hallo? Da ist aber irgendwas ganz gewaltig schief gelaufen.
aber nicht beim Kind. Kinder sind in gewisser Weise, oh Gott sei Dank, ein Spiegelbild der Eltern. So, ne? Ein Kind ist anfangs ein unbeschriebenes Blatt. Und je nachdem, wie man es erzieht, wird das Blatt, oh mein Gott, wird das Blatt dann halt. Ich wusste, man braucht den Pilz. Okay, immerhin wissen wir jetzt, wir brauchen den Pilz. Das ist doch auch schon mal was. Und ich muss da aber richtig schnell am Ende dann rüber. Oh, ich muss da schnell am Ende rüber. Aber wir haben noch mal mehr gesehen von diesem Level. Wir haben noch mal mehr gesehen. So. Gut. Hops, hops, hops. Ich hab mich schon wieder runterfallen sehen. Jetzt aber schnell. Gleich ist er weg. Okay. So, und jetzt muss ich. Das ist jetzt der Abschnitt, wo ich richtig schnell sein muss. Da am Anfang schon trödeln ist schon mal schlecht. Heioioioioi. Jenes Level. Jenes Level. So. Zack, zack, zack. Nein, der Anfang geht ja klar. Das ist jetzt halt immer das Gleiche, was ich ablaufen muss. Und da kann ich aber auch nichts besser machen, weil der Stern, die Sternzeit, also ich kann, egal wie schnell ich jetzt hier bin, sobald ich es bis zum Stern schaffe, ist es okay. Es ist egal, ob ich jetzt hier zum Beispiel hängen bleibe oder nicht, solange ich es bis zum Stern schaffe, ist okay, weil dann geht die Zeit eh von vorne los, ne? Das heißt, ich kann hier jetzt überhaupt nicht am Anfang irgendwie besser spielen, sodass dann mir hinten raus mehr Zeit bleibt. Das ist völlig irrelevant. Ich kann mich hier anstellen, solange ich bis zum Stern komme, ist alles in Ordnung. So wie jetzt. Ich bin bis zum Stern gekommen, jetzt zählt der neue Abschnitt. So, aber jetzt kennen wir den Weg. Kommen hoffentlich ein bisschen schneller hier rüber. Das sieht doch ganz ordentlich aus, aber wir kriegen es hin. Natürlich musste ich nochmal runterfallen vorher. Und ich habe auch schon gesehen, ich muss ja nachher dann auf diesen Blöcken spin-jumpen. Das ist ja nicht nur so, dass es dann eine Blockade ist, sondern ich muss ja auf den Blöcken spin-jumpen. Und zwar weiter. Ich weiß nicht, wohin das dann noch führt. Ob da nochmal eine Schwierigkeit kommt. Ich fürchte fast ja. Ich fürchte fast ja. Das Level ist da anscheinend noch nicht vorbei. Und das bereitet mir etwas Sorge. Das bereitet mir etwas... Oh. Und dann springt er halt manchmal nicht. Ja, das ist das Typische. Das übliche Typische. So. Schade, dass das Lied nicht richtig losgeht, sondern immer nur der Hauptding. Aber es ist halt einfach nur ein kurzer Loop. Und direkt, wenn man an der Ecke den Knopf drückt, springt er halt nicht mehr. Das ist... So, setzen wir nochmal an. Ich schaff's nicht. Ich sollte nicht so machen. Ja, da ist es schon wieder. Ja, dann kann ich schon wieder knicken. Denn ich brauche den Pilz. Tschüss.
Was mache ich denn jetzt? Oh Gott. Ah, gerade so erwischt. Okay, so. Jetzt wieder kleine Sprünge. Hopp. Und wir sind wieder an dem Stern, an dem wir noch, den wir noch nicht vollständig geschafft haben. Das heißt, jetzt zählt's wieder. Vorsichtig, vorsichtig, hoch und jetzt geht's los. Hopp, hopp, hopp. So, und wenn ich hier schon ein bisschen schneller am Anfang bin, kann ich mir hier eigentlich ein bisschen mehr Zeit lassen. Yes! So, und was kommt jetzt? Jetzt ist die Frage. Ich weiß halt nicht. Ja, das habe ich mir schon Oh, nein! Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Ich war gerade so happy, dass ich das Ziel sehe. Dass ich einfach am letzten Block vorbeigesprungen bin. Oh nein! Das ist wieder dieser typische Conan-Moment. Also wirklich der Conan-Moment. Man kann es nicht anders sagen. Dieser typische Conan-Moment, bei dem ich das Level hätte abschließen können, wenn ich eine Sekunde länger meinen Kopf angestrengt hätte. So. Ich war komplett davor. Und jetzt werden wir wahrscheinlich nochmal 5 Minuten hier sitzen, weil ich halt zwischendurch wieder sterben werde. An Stellen, an denen ich jetzt natürlich nicht gestorben bin. Aber es ist am Schluss wirklich nicht mehr viel. Es ist nur noch ein ganz kleiner Abschnitt, wo man diesen Spin-Jump-Quatsch machen muss. Zum Glück ist es nur noch kurz. Zum Glück haben wir jetzt das Ziel gesehen. Das ist schon mal gut. Aber ich hätte jetzt auch... Ich hätte es jetzt auch haben können. Das Video hätte jetzt schon vorbei sein. Ich wusste es. Das ist genau, was ich meine. Jetzt sterbt man noch ein paar Mal da. Das Video könnte jetzt schon vorbei sein. Ich könnte es jetzt sozusagen schon hochladen. Jetzt gerade hätte ich schon den Titel eingegeben vom Video. Hätte es jetzt, hätte auf YouTube jetzt die Upload-Zeit geöffnet. Hätte YouTube gesagt, dass ich den verdammten neuen Uploader nicht nutzen möchte. Irgendwann jetzt wäre der alte Uploader gekommen. Jetzt hätte ich das Video reingezogen. Jetzt würde ich den Titel in das Video schreiben. Ich würde die Beschreibung aus den anderen Videos rüber kopieren. Ich würde die Tags rüber kopieren. Ich würde einstellen, wann das Video veröffentlicht wird. Beziehungsweise bei dem Video würde ich das nicht machen. Da brauche ich keine Planung, weil da lade ich es einfach hoch und dann ist es auch schon öffentlich. Das heißt, sobald ich jetzt dieses Level geschafft habe, beginnt dieser Prozess, den ich gerade gesagt habe. Und dann seht ihr das Video in, naja, 10 bis 20 Minuten. Also, ob ihr es dann seht, weiß ich nicht. Sehen könnt ihr es auch, wenn ihr es später anklickt. Aber ab dann ist es verfügbar. Hängt natürlich davon ab, wie schnell ich jetzt hier brauche. Wie schnell ich hier brauche, genau. Wie lange ich hier brauche, um diesen verfluchten Mist jetzt hier zu lösen. Hops. So viel zu Hops. Oh Mann. Ey, wir waren direkt vom Ziel. Ich hätte diesen einen Block noch erwischen müssen. Wie konnte ich den verfehlen? Kann mir das jemand erklären, warum das wieder sein musste? Es braucht es doch nicht, dass ich immer diesen letzten Knubbel noch sozusagen vor einem erreichten Ziel. Nee, hallo? Schaffe ich nicht mehr. Schaffe ich nicht mehr. Wollte gerade sagen, ich schaff's doch noch, aber dann ist er plötzlich wieder runtergerutscht und wollte nicht springen. Ach
Ich habe gerade versehentlich ein bisschen auf der Tastatur rumgetippt. Aus Wut. Aber dabei war leider auch der Ö-Knopf dabei. Ups. Ja. Künstlerpech. Jetzt kommt zu dem Prozess, den ich vorhin erwähnt habe, auch noch der Prozess, dass ich die Videos zusammenfügen muss. Weil das jetzt eine neue Aufnahme ist. Warum habe ich denn jetzt Ö gedrückt dabei? Ich habe einfach nur kurz auf die Tastatur so. Na, das war gerade so ein Wuttipper. Aber ich bin dabei leider auf Ö gekommen. Dadurch war die Wut aber gleich wieder weg, weil ich mir dann erstmal blöd vorgekommen bin. Ach, Menschenskinder. So. Ich möchte halt jetzt nicht immer wieder an solchen blöden Stellen sterben, wo ich, keine Ahnung, einfach nicht springen kann, obwohl der Knopf meiner Meinung nach gedrückt war, weil ich halt ein Pixel zu nah am Rand war und keine Ahnung. So, schaffen wir es jetzt mal wieder hier oben rein. Dankeschön. Jetzt zählt's. Wow. Okay, und go. Wie gesagt, wenn ich hier am Anfang schnell bin, kann ich mir hinten raus ein bisschen Zeit lassen. Okay. Lasst mich das jetzt nicht versauen. Wisst ihr, wie weh das tut? Sehr weh. Mann! Es ist halt dann die Aufregung hinten, die. Na! Die nochmal dazu kommt. Wie immer. Immer der gleiche Quatsch. Immer die gleichen Gründe. Immer die gleiche Aussage. So. Hopp. Es ist mittlerweile ja auch die gleiche Aussage, dass ich sage, es ist immer die gleiche Aussage. Na, das wird ja. Das summiert sich einfach nur. Wieso ist er jetzt runtergerutscht? Ich verstehe es nicht. Was mache ich denn manchmal anders? Es sind so Sachen, die. Ich fühle mich nicht schuldig. So. Das ist das Ding. Ich mache genau das gleiche wie bei allen drei Sprüngen vorher und plötzlich rutsche ich runter. Ja, das war jetzt klar, dass ich da nicht getroffen habe, aber. Oder das jetzt zum Beispiel wieder. Warum? Was? Hä? Alter, mach das jetzt nicht. Hör auf damit. Macht mich aggro. Dann drücke ich gleich wieder auf die Tastatur, dann erwische ich gleich wieder Ö. Dann kann ich schon drei Videos zusammenschneiden. Niedig! Geh da durch. Kerl. Das war knapp. So, vorletzter Stern. Letzter Stern. Letzten großen Sprünge. Okay, genug Zeit gehabt. So.
Jetzt werde ich mit jedem Sprung da hinten noch aufgeregter, weil ich dann davor. Oh, es ist. Ah, oh, es ist so. Das hat man jetzt wirklich richtig gemerkt. Vorhin war der letzte Sprung der, den ich verhauen habe. Und dann war ich einen Sprung vor dem letzten Sprung nervös. Und dann habe ich den verhauen. Und jetzt bin ich nochmal einen Sprung eher nervös. Es ist doch zum Kübeln. Es ist doch einfach zum Kübeln. Und die Zeit verzieht sich nach hinten immer weiter. Ich hätte es vor. Jetzt sind es. Vorhin habe ich gesagt, jetzt kommen noch 5 Minuten drauf. Wie viele Minuten sind es jetzt, seit ich es hätte haben können? Bestimmt schon 10, oder? Das ist genau, was ich meine. Ich hätte das Level abschließen können vor 10 Minuten. Wahrscheinlich 10 Minuten. Ich hätte es abschließen können. Ich hätte es schon längst hochgeladen. Jetzt hättet ihr das Video schon sehen können. Also 10 Minuten länger dauert es nicht, bis das hochlädt hier. Ich bin ja jetzt wieder bei gutem Internet. Deswegen kann ich am Wochenende auch mit Dark und Lux dann Evil Conquest 2 aufnehmen. Es tut so weh. Deswegen kann es passieren, dass wir diesen Hack hier ein bisschen unterbrechen und dann Evil Conquest 2 erstmal auf dem Kanal kommt. Da dann bitte nicht wundern! Ich habe auch gehört, es gibt schon wieder einen neuen Inchi-Speedrun. Weiß nicht, ob ich zu dem komme. Ich habe die Switch jetzt noch nicht mal hier aufgebaut. Aber mal schauen. So. Und letzter Stern wieder. Langsam verkrampft der Finger vor Aufregung. Hopp. Habe ich noch Zeit? Ja. Ah, es war knapp. So, jetzt keine Zeit verlieren. Okay. Jetzt habe ich auf jeden Fall genug Zeit rausgeholt. Und wir kommen schon mal hier hin. Ruhig bleiben. Es ist so einfach. Es ist so einfach. Ah! Aber es hat trotzdem noch mal 10 Minuten gedauert. Nächstes Mal Aqueous Solution. Mit 2 Ausgängen. Das heißt, ich gehe jetzt wieder zu einem Switch. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.